Eine wunderschöne Funktion wartet darauf, von uns abgeleitet zu werden. Wie möchten wir sie ableiten? Am liebsten mit Quotientenregeln, weil es hat einen Bruch. Mein oberes der Zähler ist U, das untere ist V. Ich weiß, die Quotientenregel lautet H' von x ist U' mal V minus U mal V' durch V Quadrat. Also schreiben wir uns auf, was ist U, was ist V, was ist U', was ist V'. Also U ist x hoch 3 minus 4x, U' ist 3x Quadrat minus 4. V ist 2 minus x hoch 3, V'. Ich brauche die Kettenregel, weil ich ja Klammer hoch 3 habe. Kettenregel heißt, die Hochzahl kommt nach vorne, die Klammer ändert sich nie. Neue Hochzahl ist eins kleiner, also hoch 2. Und nicht vergessen, innere Ableitung. Wenn ich 2 minus x ableite, 2 fällt weg, minus x abgeleitet gibt minus 1, also muss ich noch eine minus 1 hinten dranhängen. Und weil es so schön ist, vereinfache ich das Ganze, sprich, ich rechne 3 mit der minus 1 zusammen und habe minus 3 mal 2 minus x Quadrat. Damit setzen wir das Ganze ein und schauen mal, was passiert. Sind Sie auch so gespannt, was rauskommt? U' habe ich hier 3x Quadrat minus 4. Nicht vergessen, das Ganze in Klammer zu setzen. Mal V hier 2 minus x hoch 3 minus U x hoch 3 minus 4x mal V' minus 3 mal 2 minus x Quadrat durch V Quadrat heißt 2 minus x hoch 3 das Ganze quadriert. So, schön. Natürlich ist Ihnen wieder aufgefallen, die Funktion, vor zwei Beispielen, Beispiel 4 haben wir das schon mal gemacht, im Nenner unten habe ich eine Klammer hoch 3. Und wenn ich jetzt ableite, kann ich hiermit wieder diese Klammer ausklammern. Und zwar diese Klammer 2 minus x taucht mir hier dreimal auf, vor dem Minus. Und im Term nach dem Minus taucht sie hinten zweimal auf. Also kann ich sie gleich zweimal rausziehen. Ich klammer die Klammer zweimal aus, also ich klammer 2 minus x Quadrat aus. Was bleibt übrig? Diese Klammer bleibt übrig. 3x Quadrat minus 4 mal. Von diesen drei Klammern habe ich zwei rausgezogen, also bleibt mir eine übrig. 2 minus x. Dann kommt das Minus. Dann kommt diese wunderschöne Klammer. X hoch 3 minus 4x. Dann ein minus 3. Und dieses 2 minus x Quadrat habe ich schon ausgeklammert. Unten. Klammer hoch 3 hoch 2. Man multipliziert Hochzahlen. Also habe ich hier 2 minus x hoch 6. Ich kürze diese Klammer mit der 6. Damit habe ich es hier nicht mehr 6 mal, sondern nur noch 4 mal. Was kann man noch verschönern? Also, grobe Richtung klar. Die eckige Klammer werde ich weglassen, den brauche ich nicht mehr. Und dann löse ich alle Klammern auf. Wenn Sie da nach hinten hinschauen. Ich habe hier minus, dann eine Klammer mal minus 3. Das Minus und das Minus geben zusammen Plus. Streiche ich gleich durch, mache ein Plus draus, dann habe ich die Minus ja aus dem Kopf, muss ich das nicht mehr beachten. Viel mehr mache ich nicht, das heißt, jetzt multipliziere ich einfach stupide aus. Habe also unten einfach 2 minus x hoch 4. Oben eben die eckige Klammer denke ich mir weg und die runden Klammer multipliziere ich aus. 3x Quadrat mal 2 gibt 6x Quadrat. Minus 4 mal 2 sind minus 8. 3x Quadrat mal minus x sind minus 3x hoch 3. Minus 4 mal minus x gibt plus 4x. Hier habe ich ja jetzt ein Plus draus gemacht, also rechne ich nur x hoch 3 mal 3 sind 3x hoch 3. Minus 4x mal 3 sind minus 12x.
Die x hoch 3 kürzen sich raus. X Quadrat technisch habe ich nur noch das 6x Quadrat. X technisch 4x minus 12x gibt minus 8x. An reinen Zahlen bleibt mir nur die 8, also die minus 8. Und unten ändere ich auch nichts, also habe ich 2 minus x hoch 4. Und das ist meine Ableitung. Und damit sind wir fertig.